Hallo, liebes Publikum, herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Operngrundkurses. Heute geht es um den Nachfolger von Giuseppe Verdi. Verdi hat in den 1890er Jahren seine letzten Opern komponiert. In Deutschland regierte Wagner und hat auch eine unheimliche Ausstrahlung über ganz Europa gehabt. Und jetzt fragte man sich in Italien, wo ist die Zukunft der italienischen Oper? Es gab mehrere Kandidaten, aber durchgesetzt als wichtigster, größter italienischer Opernkomponist seiner Zeit hat sich dann Giacomo Puccini. Puccini wird heute immer noch sehr gern gespielt, sehr oft gespielt, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil seine Opern musikalisch sehr, sehr reizvoll sind. Aber was an Puccini wirklich auch besonders ist und was ihn vor vielen anderen Komponisten seiner Zeit auszeichnet, das ist, dass er richtig tolle Geschichten hatte. Er hatte gute Librettisten, er hatte einfach dramatische Stoffe, die auch heute einem noch ans Herz gehen, wenn man das sieht. Ich möchte heute sprechen über eine seiner früheren Opern, also eine der Opern, die ihn wirklich berühmt gemacht haben, und das ist La Bohème. La Bohème ist ein Stück übers Erwachsenwerden, kann man sagen. Es geht um eine Gruppe junger Männer, die in Paris in einer Dachmansarde wohnt, die sich der Kunst hingeben. Es ist schön gut aufgeteilt, die verschiedenen Künstler. Es gibt also den Musiker, es gibt den Maler, es gibt den Philosophen und es gibt den Dichter, das ist Rodolfo. Rodolfo ist die männliche Hauptfigur der Oper. Rodolfo lernt am Anfang der Oper, relativ am Anfang der Oper, eine junge Frau kennen, die auch in seinem Haus wohnt, nämlich die Stickerin Mimi. Die lebt da allein und ist so auf einem schmalen Grat, kann man sagen, zwischen Handwerk und Prostitution. Also sie versucht sich so irgendwie als Frau allein in Paris durchzuschlagen, was im späten 19. Jahrhundert noch nicht so einfach und so selbstverständlich ist. Und Mimi und Rodolfo lernen sich jetzt kennen und lieben. Das Interessante an dieser Beziehung zwischen Rodolfo und Mimi ist aber, dass es keine so klassische Opernliebesgeschichte ist, also keine Liebesgeschichte, die, sagen wir mal, wie bei Tristan und Isolde, beide sind verrückt nacheinander und dann am Ende bleibt nur der Tod, das ist so die typische Opernliebesgeschichte, sondern die Geschichte von Rodolfo und Mimi ist eine ziemlich moderne Geschichte, wir würden heute sagen eine On-Off-Beziehung. Also die sind mal zusammen, dann sind sie wieder getrennt, dann ist wieder einer eifersüchtig, dann sehen sie sich wieder ein paar Wochen nicht. Und sie sind sich eigentlich ihre Gefühle nie so ganz sicher, scheinbar. Aber in Wirklichkeit bindet sie doch ein enges Band aneinander. Das Tragische kommt in dieser Oper dadurch, dass Mimi sehr krank ist. Sie hat Tuberkulose. Tuberkulose ist eigentlich die Opernkrankheit im 19. Jahrhundert. Daran leiden oft die Heldinnen, die sehr zart sind, die sehr sensibel sind. Die haben dann auch diese Tuberkulose, die sie noch durchscheinender macht. Und das ist auch bei Mimi so, ist ja auch eine soziale Krankheit natürlich, eine Krankheit, die sich sehr stark auch unter ärmeren Leuten verbreitet. Und wir wissen eigentlich schon von Anfang an, dass es mit Mimi wahrscheinlich kein gutes Ende nehmen wird und Rodolfo weiß das auch. Und trotzdem ist dieser Tod von Mimi am Ende der Oper, der für keinen überraschend kommen kann, trotzdem ein wahnsinniger Moment, ein unheimlich intensiver, sehr trauriger Moment, als Mimi im Kreise der Bohemiens stirbt. Und für diese jungen Männer, für die Bohemiens, ist das auch ein Schritt ins Leben. Also eigentlich lernen sie wirklich das Leben, sie lernen den Ernst des Lebens. Das sieht man in der Oper ganz deutlich. Sie fängt an mit einer Riesengaudi. Die sitzen in ihrer Dachmansarde und haben einfach Spaß zusammen, erzählen, wem sie gerade wieder ein bisschen was abgeschwatzt haben, eine Flasche Wein und was zu essen. Und wie sie bei Rodolfo ist es so, dass es kalt ist in der Mansarde und deshalb verheizt er sein neues Stück, weil er sagt, das hat sowieso nichts getaugt. Also es hat eine unheimliche Leichtigkeit und Fröhlichkeit am Anfang und am Ende endet es eben in einer großen Tragödie. Und da haben diese jungen Männer gemerkt, dass man sich nicht sein ganzes Leben lang in einer Dachmansarde tummeln kann und dort den Ernst des Lebens vertändeln kann, sondern dass das Leben einen irgendwann packt und im Griff hat. Die Musik bei Puccini ist wunderbar orchestriert. Er ist einer der großen Orchestermaler. Er kann Stimmungen mit dem Orchester unheimlich schön nachvollziehen oder beziehungsweise vorgeben auch.
Was Puccini bei Wagner gelernt hat, ist, dass es nicht mehr die starke Trennung oder Isolierung von Arien gibt. Es gibt schon große Arien bei Puccini, aber die sind meistens nicht besonders lang. Und das ist auch ein Kunststück. Er schafft es nämlich, große dramatische Momente zu bekommen innerhalb ziemlich kurzer Zeit. Und das macht er manchmal auch mit Tricks, die man schon ganz gut durchschauen kann. Das heißt aber nicht, dass sie deshalb schlecht sind. Also wenn er zum Beispiel die große Begegnungsarie von Rodolfo und Mimi hat, das ist wahrscheinlich die berühmteste Arie dieses Stückes, Che gelida manina, hat den schönen deutschen Titel Wie eiskalt ist dies Händchen. Dann macht Puccini was er gerne macht, auch in anderen Opern. Er bleibt erstmal eine Weile auf einem Ton. Und je länger man auf einem Ton bleibt, desto spektakulärer ist es, wenn man den Ton dann verlässt. Das ist eine ganz einfache Musikweisheit, das haben viele große Musiker gewusst. Hier heißt es, die Begleitung bleibt nicht auf dem Ton, sondern nur der Solist bleibt auf dem Ton. Das ist hier. Che gelida manina, se la lasci un po' scaldare. Also che gelida manina, alles auf einem Ton, che la, se la, immer noch auf einem Ton, lasci, und dann, das macht den Effekt. So ist es dann später auch zum Beispiel bei Nessun Dorma, dieser großen Arie aus seiner letzten Oper Turandot. Also geht es erst ganz lange, Nessun Dorma, und es bleibt auf diesem Ton, und dann geht es nicht weit weg von dem Ton, und irgendwann bricht es aus, und wenn dieser Moment kommt, dann ist es natürlich unglaublich spektakulär und großartig. Also Puccini ist praktisch ein Verdichter von musikalischem Gefühl, und das macht er wie kaum ein Zweiter, und deshalb ist er auch, kann man sagen, einer der letzten großen populären Komponisten der Oper, womit ich nicht sagen will, dass später nicht auch noch tolle Opern geschrieben worden sind, aber so ein Komponist, auf den sich praktisch jeder Opernfreund einigen kann, das ist nochmal Puccini. Er ist 1924 gestorben, seine letzte Oper Turandot hat er nicht mehr vollenden können, aber die Opern, die er hinterlassen hat, die sind heute fast alle ein selbstverständlicher Teil der Opernspielpläne. So viel für heute, für Puccini. Bleiben Sie gesund, hören Sie Opern, bis zum nächsten Mal.